Also der Einstieg muss direkt knallen und damit die Leute dranbleiben. Ja, Suma, was würdest du denn heute posten von den Medientagen oder was hast du schon vielleicht gepostet? Ich habe noch nichts gepostet, aber ich habe schon ganz viel gefilmt und ganz viele Fotos gemacht, um vielleicht danach ein kleines TikTok-Video oder ein Reel zu schneiden. Du bist von Nice to Know, vom WDR. Ihr macht Nachrichten für die junge Zielgruppe. Erklär doch mal kurz, was macht ihr da genau und wieso eigentlich so für die ganz junge Zielgruppe? Genau, wir machen kurze News-Videos, die wir dann auf TikTok posten für eine Kernzielgruppe zwischen 14 und 16 Jahre. Und genau, unser Anspruch ist es einfach, diese Leute zu informieren und denen ein bisschen was mit auf den Weg zu geben von dem, was gerade auf der Welt passiert. Erklär doch mal kurz, wie funktionieren Nachrichten auf TikTok? Weil ich kann es mir jetzt nicht vorstellen in 2 Minuten, 3 Minuten, sondern wahrscheinlich viel, viel kürzer. Und auf was genau müsst ihr dann achten? Also 3 Minuten, kann ich dir sagen, ist ultra lang für TikTok. Wir haben in der Regel zwischen 40 und 60 Sekunden für ein Thema. Und genau, also ein Video deckt ein Thema ab oder eine Frage. Und es wird dann bei uns von einem Host präsentiert und dann ganz schnell geschnitten und ganz dynamisch. Was kann man denn sozusagen in der Medienwelt auch von TikTok lernen, von dem Medienmachen auf TikTok? Was kann man sich da mitnehmen auch? Auf jeden Fall der Punkt Storytelling, weil man hat nicht diese klassische Spannungskurve, dass man die Zeit hat, erstmal Spannung aufzubauen, sondern man muss schon beim ersten Höhepunkt sozusagen anfangen und einsteigen. Also der Einstieg muss direkt knallen und damit die Leute dranbleiben. Und ich finde, das kann man auf jeden Fall von TikTok mitnehmen, dass man keine Sekunde verschwenden darf und sich wirklich über jede Formulierung und jeden Satz auch Gedanken machen muss, ob es die Zeit wert ist und ob es wirklich einen Inhalt überträgt, der die User auch interessiert. Jetzt sind ja noch nicht so viele auf TikTok unterwegs, also noch nicht so viele Medien. Da seid ihr eine der wenigen. Glaubst du, das wird sich noch deutlich ändern in 2, 3, 4 Jahren, so TikTok der neue große Player? Das wird sich jetzt sogar schon in wenigen Monaten ändern, weil wir merken, dass das da total viel in Bewegung ist, dass da sehr viele Medienhäuser auch auf uns zukommen, weil sie irgendwie sehen, dass wir schon groß auf TikTok sind und da auch ein paar Ratschläge haben wollen. Also es sind auf jeden Fall ultra viele Leute daran interessiert, auf TikTok irgendwie durchzustarten. Und ich denke, in 3, 4 Jahren werden es unzählige Medien-TikTok-Accounts sein, die es da gibt. Jetzt bist du selbst vom Öffentlich-Rechtlichen. Was würdest du dir denn wünschen vom Öffentlich-Rechtlichen oder was erwartest du dir so für die Zukunft? Ich wünsche mir vom Öffentlich-Rechtlichen, dass viel mehr Geld rein investiert wird in solche innovativen Produkte, wie es der WDR Newsroom schon macht und uns da auch uns jungen Menschen irgendwie unterstützt und wirklich auch in die Teams mit einbindet, in die Redaktion mit einbindet. Das wünsche ich mir und vor allem auch einen Blick auf die Diversität in Teams. Vielen Dank. Dankeschön.